Die Alten schlendern über das Feld. Eine unauffällige Choreografie, wirkungsvoll. Klärchen hat sich bei ihrer Schwester untergehängt. Die zwei tragen Westen oder Pullover in derselben Farbe. Und es sieht so aus, als wären sie gemeinsam beim Friseur gewesen. Sie haben ihre Brillen abgenommen. Da ist die Ähnlichkeit besonders deutlich. Knapp hinter ihnen der alte Herr mit den Zwillingen. Die längst erwachsen, aber bubenhaft wie immer. Ihre Scheitel glänzen. Von Weitem schon zeigen sie etwas wie einen Weg oder eine Richtung an oder den Lichteinfall zumindest. Sie spazieren, Hände in den Hosentaschen, wie immer im Gleichschritt. Wie immer geben sie ihre Antworten halbwegs synchron. Wie immer sind sie wie immer, das ist ihr ganzes Leben schon so. Der Vater schreitet übers gestrutzte Gras, sein Bauch ist nur mehr sehr groß, er hat viel Gewicht verloren. Rehe, die nach einer Aufführung langsam aus dem Wald hervorkommen, das Publikum Clarissa. Zufrieden mit ihrer Leistung verzichten sie darauf, sich zu verbeugen. Sie gruppieren sich um die Gartenmöbel, die hinter und unter ihnen verschwinden. Onkel Heinz steht hinter Klärchen, er hat seine Hand auf ihrer violetten Schulter abgelegt, so würde sie es sagen, Fliederfarben. Clarissas Chauffeur hat die Seiten gewechselt, er ist in den Rahmen hineingestiegen, hat sich hinten seinen Platz gesucht. Aber vielleicht ist es genau umgekehrt, das viel eher. Er ist nur kurz aus dem Bild gefallen, tut immer, was man von ihm verlangt und Seiten wechseln, das ist das Allereinfachste. Er ist zur Stelle. Während Clarissa aus dem Zug steigt, läutet ihr Telefon. Der Zug voll und dann ist der Bahnsteig voll. Die Menschen strömen in Richtung Ausgang, ziehen ihre Koffer hinter sich her. Der ganze Bahnsteig, eine drängende, lärmende Masse, in der jeder auf seiner Spur beharrt. Weshalb alle einander in die Quere kommen. Die Eile lässt sie langsamer vorankommen. Clarissa kramt in ihrer Tasche, geht weiter, das heißt, sie wird weiter geschoben. Sie trägt ihre lederne Reisetasche über der Schulter und über der Reisetasche die Handtasche, das ist unbequem und lässt sie schief gehen, weil die Tasche schwer ist. Und sie ist unförmig und kann nicht abschätzen, wie viel Platz sie braucht. Gerne würde sie so tun, als wäre das immer noch Routine, lästig, aber bekannt. An den nächsten Termin denken, an die Leute, die bei der Besprechung dabei sein werden, an ihre Präsentation und daran, dass alle Unterlagen sauber und in der korrekten Reihenfolge in der Mappe aus Rindsleder bereit liegen. Es ist immer dasselbe, sie findet das Telefon nicht und ärgert sich, denn wer in diesem Augenblick anruft, das weiß sie schon. Dann findet sie das Telefon, das nicht mehr läutet, in einem Buch ganz unten in der Tasche. Und ihre Ahnung bestätigt sich natürlich und dann rutscht ihr die Tasche über die Schulter. Sie wird noch zorniger und muss an sich denken als eine Slapstick-Nummer und ob die Leute um sie herum die Stirn runzeln oder lachen oder an ihr vorbeischauen, will sie gar nicht sehen. Am Bahnsteig steht der Anrufer. Sie haben sich gut 2 Jahre nicht gesehen, begrüßen sich mit einem Handschlag. Erstaunt sagt er, du siehst ja richtig gut aus. Sie fahren zusammen zu dem Landgasthaus, wo das Fest stattfindet. Im Auto will er sein Erstaunen wieder zurücknehmen, aber das geht jetzt nicht mehr. Clarissa fühlte sich doch gut, einigermaßen. Er meint es nicht so, sicher nicht. Die Haut fühlte sich aber gleich pickelig an. Sie weiß genau, an welchen Stellen sie mehr Schminke aufgetragen hat und sie spürt an dem Brennen am Kinn. Bestimmt ist da ein großer roter Fleck, trotz Make-up. Er dreht an seinem Radio herum, will jemanden anrufen, den er nicht erreicht. Nachricht hinterlässt er keine. Die Haare sind strähnig, obwohl sie noch vor der Abfahrt gewaschen und geföhnt hat. Vielleicht hätte sie ein Kleid anziehen sollen, vielleicht sollte sie nach der Ankunft sofort wieder umziehen. Als Clarissa den Sender wechselt, ohne ihn zu fragen, schaut er sie einen Moment erschrocken an, dann grinst er. Er redet von Arbeit, von den vielen Terminen, von der Verantwortung und der Last auf den Schultern. Und als sie aussteigen, denkt Clarissa auf einmal, dass er vielleicht ihre Arbeit gemeint hat und das verwirrt sie zuerst. Und als sie ihn darauf anredet, vorsichtig, wie nebenbei, schiebt ihr ein kleines Mäppchen zu mit Informationen über die Gegend und ihre spärlichen Sehenswürdigkeiten. Einem Faltblatt mit den Programmpunkten der Zusammenkunft. Kurz ist sie beruhigt, als wüsste sie Bescheid, als würde sie das kennen, was jetzt kommt. Clarissa will ihn nach der Teilnehmerliste fragen, lässt es bleiben. Punkt 1, individuelles Eintreffen und Punkt 2, kleiner Spaziergang in den nahegelegenen Föhrenwald, Wiederaufnahme der familiären Beziehungen,
liegen schon hinter ihnen, aber Abendessen, Schifffahrt, Volleyballspiel, Freizeit in Hallenbad und Sauna stehen noch bevor. Und ihr Chauffeur nimmt jetzt ihre Hand und lacht ihr breit entgegen und ihre Köpfe stoßen zusammen. Es ist immer noch so, dass er einem hilft, aber zurück bleibt nur ein Gefühl der Störung. Der Chauffeur schaut sie an, ernst nimmt ihre Tasche, er ist ihr Portier jetzt und wenn sie ihn fragen würde, würde er in die fremde Küche gehen und ein Brot für sie holen oder einen Saft oder ein Stück Kuchen aus der abgesperrten Vitrine und so weiter. Er trägt ihre Tasche nach oben und zieht sie hinter sich her. Gleich lässt er die Hand wieder los. Und früher war es ja auch so, dass er immer alles für alle getan hat und niemand hat es ihm getankt. Aber er hat einfach damit weitergemacht und manchmal erinnerte er einen an eine größere Tat und wer dann ein schlechtes Gewissen hatte, das war er. Dafür kann er einen auch kränken oder so tun, als würde er es nicht bemerken, als würde ihm das gar nicht auffallen. Er kann sein breites Gesicht mit einem Grinsen und auch mit vollkommener Harmlosigkeit ausstatten, das schmerzt ein bisschen, aber es steht ihm ausgezeichnet. Nur wenn er darüber redet, was er gut kann, dann ist er ernst. Wenn er sicher weiß, was sein Gegenüber jetzt will, dass er jetzt gleich das Richtige tut, dann ist sein Blick, nein, dann ist sein Schauen wahrhaftig. Das ist er. Eine Zeit lang steht Clarissa auf dem kleinen Balkon. In dem Zimmer riecht es nach Weichspüler oder Putzmitteln, vielleicht nach beidem, nicht unangenehm. Auf der zurückgeschlagenen Überdecke liegt die Mappe, es sind keine Seminarunterlagen und die Leute, auf die sie gleich treffen wird, kennt sie seit ihrer Kindheit. Für die meisten von ihnen ist sie nicht Assistentin des Geschäftsführers, sie kann für sie aber auch nicht mehr das Mädchen sein, das eine vielversprechende Zukunft vor sich hat. Clarissa muss lachen. Das ist es doch, was ihr von uns wollt, Demonstration von Zukunft. Und ja, das Lachen ist kurz und tonlos und fast verschluckt sie sich daran. Dies soll, so ihre Mutter am Telefon, das letzte große Fest sein und danach wollen sie sich zurückziehen aus ihren Verpflichtungen und aus ihrer Familie. Voilà.